schöner. Also nicht im Moment war einiges anders. Stimmt, du hast zum ersten Mal deine Küche benutzt. Das stimmt. Und auch das erste Mal in meinem Leben gekocht. Und wie war's? Ja, es war cool. Also ich sag mal, es ist natürlich immer für jemanden, der alleine wohnt, der würde mich jetzt nicht wahrscheinlich alleine in die Küche stellen, aber es war eine coole Erfahrung. Trotzdem, wenn ich mir überlege, wie lange man da steht, dann ist alles dreckig, dann muss man alles sauber machen. Insofern, ich glaube, trotzdem bevorzuge ich immer schon Essen zu machen. Aber du kannst grundlegend kochen? Ich kann eigentlich gar nicht kochen. Ich habe noch nie in meinem Leben gekocht. Es war mein erstes Mal, dass ich gekocht habe. Nicht nur in meiner Wohnung da, sondern im Allgemeinen. Hast du dich denn so vorbereitet? Ich hab mir ein paar Tipps natürlich geholt und ja. Und das danach dann so besten Wissens gemacht. Was kannst du denn jemandem, der sich bei dir jetzt bewirbt, als quasi die Frau in deinem Leben, was kannst du denn mitgeben? Von wegen, ich kann das und das und das. Also ich erzähle den Frauen immer. Ich glaube, was heißt bewerbt? Also ich bin kein anderer Mensch als vor 5 Monaten und ich glaube, ich möchte jetzt auch gar keine Frau kennenlernen, weil ich irgendwie im Fernsehen war. Und es muss halt harmonieren. Man lernt sich kennen. Durch Zufall und entweder das passt oder das passt nicht. Da gibt es gar keine Regel, was jetzt sein sollte oder müsste. Okay, vielen Dank. Ja. Bis gleich.